Jens Romba, eine bundesweit gesuchte Fachkraft. Diplomchemiker, promoviert, absolut flexibel. Dass er händeringend gesucht wird, davon merkt er leider nichts. Auf seine unzähligen Bewerbungen bundesweit reagieren viele Unternehmen erst gar nicht. Wenn es tatsächlich einen Fachkräftemangel gäbe, dann bräuchte ich mich theoretisch ja eigentlich nicht zu bewerben. Dann müssten die Leute bei mir anrufen, mich per E-Mail zu erreichen versuchen, bei mir anklingeln, aber das alles passiert nicht. Es ist also so, dass ich mich bewerbe, dass ich Standardabsagen bekomme, dass ich Weiterbildungen mache, dass ich dann auch wieder Standardabsagen auf meine Bewerbung bekomme. Dabei ist der 47-Jährige nicht nur gut ausgebildet mit zusätzlichen Qualifikationen. Er würde auch überall in Deutschland arbeiten. Inzwischen lebt er aber von Hartz IV. Wenn ich dann nicht als Vorstandsvorsitzender irgendwo lande oder im Vorstand oder im Aufsichtsrat, ist okay. Oder im oberen Management ist auch okay. Wenn ich dann nicht der Meisterwissenschaftler und Nobelpreisträger bin, ist ebenfalls okay. Aber dass ich dann so lange Hartz-IV-Empfänger sein würde, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ähnliche Erfahrungen wie der promovierte Chemiker haben auch diese Unternehmensberater gemacht. Sie führen regelmäßig Testbewerbungen durch, um Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften zu beraten. Was sie dabei erleben, ist erschreckend. Wie kann es sein, dass man monatelang als Bewerber nach einem Bewerbungseingang erst irgendwie eine Zu- oder Absage bekommt? Das passt alles nicht in das Bild, dass die Leute tatsächlich so händeringend gesucht werden. Bei Testbewerbungen auf eine Stelle reagierten sogar knapp 50% der Unternehmen gar nicht auf die Anfrage der Ingenieure. Eine andere Testbewerbung ging so aus. Ich hatte mich vor circa 5 Wochen bei ihm beworben und wollte kurz nachfragen, wie es mit meiner Bewerbung denn aussieht. Die Reaktion der Personalleiterin auf diese Nachfrage war folgende. Dann suchte sie, man hörte das, dass sie da klickte am Computer die Bewerbung und sagte noch so zwischendurch auch, ja, sie glauben ja wohl nicht, dass sie der einzige Bewerber sind. Und dann hat sie die Bewerbung gefunden und sagt, so, und jetzt habe ich ihre Bewerbung auch gelöscht, weil so ungeduldige Leute wie sie können wir hier sowieso nicht brauchen. Wie passen diese Ergebnisse zu dem immer wieder propagierten Fachkräftemangel? 100.000 Ingenieure würden fehlen. Das kostet der Wirtschaft Milliarden. Die Bundesregierung hat auf die Klagen der Unternehmen reagiert. Mit dieser Kampagne will sie nun ausländische Fachkräfte aus China oder Indien ins Land holen. Wenn Sie aus dem Rest der Welt kommen, sind Sie uns sehr willkommen. Wir haben gerade die Zuwanderungshürden gesenkt. Nach einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sind die Warnungen der Unternehmen völlig unbegründet. Die Wissenschaftler halten den Fachkräftemangel gerade bei Ingenieuren für eine Fata Morgana. Entscheidender Indikator auf dem Arbeitsmarkt wie auch auf den Gütermärkten sind die Preise, auf dem Arbeitsmarkt die Löhne. Und hier können wir feststellen, die Löhne sind bei den Ingenieuren nicht gestiegen. Von daher kann es auch keine Knappheit geben. Nach der Untersuchung von Karl Brehntke wird es auch in Zukunft keinen Mangel an Ingenieuren geben. Angesichts der rasant gestiegenen Studentenzahlen ist auch mit den nächsten Jahren nicht damit zu rechnen, dass wir bei Ingenieuren Knappheiten haben. Wir könnten vielmehr eine Schwemme haben, so ähnlich wie wir es beispielsweise bei den IT-Kräften in den 80er Jahren gehabt haben, als auch die Unternehmen klagten, dass die Fachkräfte knapp wurden. Die jungen Leute gingen in die Universitäten, wurden ausgebildet und hatten es dann schwer, auf dem Arbeitsmarkt überhaupt unterzukommen. Absolventen wie dieser Wirtschaftsingenieur aus Chemnitz spüren schon jetzt den knallharten Konkurrenzkampf um eine feste Stelle. In nur 5 Monaten hat er 115 Bewerbungen rausgeschickt und eine Absage nach der anderen kassiert. Für seine Bewerbungsgespräche reiste er 7000 Kilometer quer durchs Land. Man hat halt gesagt bekommen, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt in der Runde 1 von 1200. Jetzt sind es nur noch 400. Es ist eine Vorauswahl quasi geschehen. Was steckt hinter den alarmierenden Zahlen, die der Verein Deutscher Ingenieure, kurz VDI, herausgibt? Im aktuellen Report spricht man von 80.500 offenen Ingenieurstellen. Wie kommt man darauf? Die bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Stellen werden mit dem Faktor 5 einfach hochgerechnet. Der Grund? Unternehmen würden wohl nur jede 5. Stelle melden. Experten sehen noch einen methodischen Fehler. Insbesondere der, dass man annimmt, dass frei werdende Stellen von Ingenieuren nur durch Arbeitslose besetzt werden können. Die Realität ist völlig anders. Frei werdende Stellen werden erstens von Personen besetzt, die von einem Betrieb zum anderen wechseln, etwa weil Zeitarbeitsverträge
auslaufen oder weil der andere Betrieb Beschäftigung abbaut. Und zweitens werden freiwillige Stellen vom Nachwuchs besetzt, also von denjenigen Leuten, die aus der Uni drängen. Wenn man diesen Kreis überhaupt nicht berücksichtigt, kommt man immer zu einer Lücke. Das wird man wahrscheinlich selbst bei Köchen oder Gärtnern erreichen. Wir konfrontieren den VDI mit diesem Vorwurf. Ich glaube, da verwechseln Sie jetzt was. Wir sind diejenigen, die immer sagen, man kann nicht die Zahl der offenen Stellen mit den Arbeitslosen subtrahieren und kommt dann auf eine sogenannte Ingenieurlücke. Da scheint der Pressesprecher den eigenen VDI-Report nicht richtig gelesen zu haben. Zitat: Die Gegenüberstellung von offenen Stellen in Ingenieurberufen und arbeitslos gemeldeten Ingenieuren erlaubt eine Aussage über die Knappheitssituation auf dem Arbeitsmarkt. Wem nutzt der angebliche Fachkräftemangel? Die Regierung hat gerade die Zuwanderungsbedingungen deutlich herabgesetzt. Statt 67.200 Euro brauchen gesuchte Fachkräfte wie Ingenieure nur noch ein Jahresgehalt von knapp 35.000 Euro vorzuweisen. Wenn ich das Angebot an Arbeitskräften aufgrund solcher Kampagnen vergrößere, dann nutze das natürlich den Arbeitgebern, weil beim größeren Angebot an Arbeitskräften können auch geringere Löhne gezahlt werden. Man findet eben die Fachkräfte in hinreichendem Maße. Ich halte das so langsam schon für Verrat an der eigenen Bevölkerung. So wird der promovierte Diplomchemiker wohl auch in Zukunft mit Absagen rechnen müssen, weil er nun mit noch billigeren Fachkräften aus dem Ausland konkurrieren muss.